herzlich willkommen heute hier von uns in Frankfurt. Wir sind heute für euch auf der This is Marketing 2022. Es sind spannende Speaker mit dabei. Ich glaube, über 60, 70 Speaker sind mit dabei. Unter anderem der Gründer von Snox ist heute hier. Und wir werden mal schauen, wen wir so treffen, wen wir so kennenlernen und wen wir für euch mit vor die Kamera nehmen. Hier befinden wir uns jetzt vor dem eigentlichen Messebereich. Wir sehen ganz viele verschiedene Aussteller. Hier unten aus dem Bereich E-Commerce, Marketing, Digitalisierung. Unter anderem als einer der Hauptsponsoren ist auch Baulig Consulting aus Koblenz mit hier vor Ort. Dann haben wir über dieser Fläche die große Eventhalle, wo die ganzen Speaker auftreten. Wir haben heute am Samstag und morgen von 9 bis 18 Uhr durchgehende Speaker-Auftritte. Und es gibt noch einen separaten Masterclass-Bereich, wo nochmal ausgewählte Speaker zu bestimmten Themen etwas vortragen, die wir noch finden müssen in diesem Bereich. DealBuzzer, was macht ihr genau? Wir bringen Motivation in jedes Vertriebsorganisation-Team, um mehr Umsatz und dadurch auch mehr Team-Spirit reinzubekommen. Und das ist der DealBuzzer. Wir haben hier verschiedene DealBuzzer auf unserem Stand. Wie du siehst, Maximilian, hier unser Platinum. Der Platinum ist letztendlich unser Produkt mit Hochglanz, mit dem 3D-Druck, individuell für jeden Kunden. Und du hast hier formschön die Boxen, hinter der Acrylscheibe, das Branding, die Slogan, alles gebrandet auf den Kunden, zugeschnitten. Und was passiert, wenn einer den Abschluss macht und der steht auf aus dem Vertriebsteam, läuft zum Buzzer, Buzzer mal, und dieser Augenblick wird gefeiert. Die Kollegen stehen auf, jubeln dem Maximilian zu und sagen, toll gemacht. Mehr, ne? So ist es. Für noch mehr haben wir hier zu meiner Linken den Diamond DealBuzzer. Was kann er? Er ist angebunden an diverse Leuchtelemente, an einen Laser, an eine Konfetti-Pistole und was wir heute leider hier nicht demonstrieren können, an eine Nebelmaschine. Sonst steigt hier die Aufsicht auf in unserem Kopf. Aber wir haben Kunden aus jeder Branche. Jeder Kunde, der Vertrieb macht, ist unser Kunde. Ja, also wenn ihr durch unsere Marketingmaßnahmen mehr Kunden gewinnt und schließlich die Kunden abschließen könnt, dann ist der DealBuzzer für euch das Richtige. Vielen Dank dir und viel Erfolg noch. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Euch allen. Ich bin gerade zu dir gekommen hierhin, weil ich habe das gesehen, es gibt Wasser und es gibt Energy Drinks, aber was macht ihr im Hauptjob eigentlich? Was kann man bei euch kaufen? Im Hauptjob kann man bei uns auf jeden Fall Wasser kaufen heute. Okay. Wir fokussieren uns auf Zahlungsdienstleistungen und Consultingleistungen speziell für digitale Produkte. Okay. Und digitale Dienstleistungen, yes. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein, zwei andere, die es so ähnlich machen hier, ne? Die unterwegs sind, okay? Ja. Was ist bei euch besonders? Besonders, dass ich bei den anderen vorher der CEO war. Okay. Und jetzt mit bei uns der CEO bin, das ist etwas was ganz Besonderes. Ne? Okay. Das passt beiseite. Was bei uns der Hauptunterschied ist, wir fokussieren uns vor allem auf hochpreisige Dienstleistungen. Ja. Als jeder, der hochpreisige Dienstleistungen vermarktet oder hochpreisige Seminare für 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 Euro und so weiter, dafür managen wir alle Cashflow-Prozesse im Hintergrund. Und auch prinzipiell interessant für Agenturen, Dienstleister. Agenturen, Dienstleister, okay. Die mit Retailern arbeiten. Viele wiederkehrende Zahlungen haben, genau. Das ist gerade bei euch ein Thema, man hört im Moment auch immer mehr, dass viele nicht mehr Rechnungen bezahlen können im Moment. So Forderungsmanagement und so, ist das bei euch auch da mit drin, falls Kunden nicht mehr bezahlen? Ja, korrekt, Forderungsmanagement ist mit drin. Das heißt, wenn eine Zahlung erstmal fehlschlägt und die ist zum Beispiel dann über SEPA oder über Kreditkarte fehlgeschlagen, dann versuchen wir das Geld nochmal einzuziehen und wenn das dann nicht klappt, geht dann automatisch eine Mahnung raus bis hin zum Inkasso oder also bis zum Gerichtsverfahren. Muss ich dann gar nicht dahinter sein und irgendwie dann noch irgendwie was aktiv hinter dem Kunden hinterher anrufen? Das macht im Prinzip alles dann ihr von euch, von eurer Seite aus? Prozesstechnisch ja, Kunden anrufen darfst du noch selber. Okay. Aber du siehst bei uns ganz klar, hey, der Kunde ist im Mahnprozess, hat die erste Mahnung bekommen, zweite Mahnung, bitte mal hinterherrufen, da siehst du bei uns dann intern, genau. Okay. Super, dann Dankeschön für die Info und danke für das für den Drink. Ja, gerne. Hab mich gefreut. Ja, Workbase, was bietet ihr an konkret? Ja, also wir sind ein Mitarbeiterportal, mit dem man die Produktivität der Mitarbeiter eben steigen kann.
genau. Das heißt, so ein ganzer Baukasten, wo man eben alles modifizieren kann, selbst für die Mitarbeiter. Wie man auch hier sieht, die personalisierte Startseite sozusagen, wo man oben die Neuigkeiten hat, dann alle Sachen, die der Mitarbeiter gebrauchen kann und noch ganz viele weitere Sachen, die man da eben einbauen kann. Meistens ist es halt so, die meisten kleinen Firmen haben halt kein Intranet und die größeren Firmen haben sich halt aufwendig eins zusammengebaut. Mit uns hat man halt so einen leichten Baukasten, wie man es halt ganz easy einfach alles selbst dann zusammenbauen kann. Also ich kann im Prinzip dort, wenn ich Mitarbeiter neu bekomme, vom Onboarding, von der Einarbeitung, über auch die laufende Betreuung, Bespielung mit Neuigkeiten, die es so gibt und auch Abwesenheiten, alles verwalten und einsehen darüber im Prinzip. Genau. Und okay. Als Geschäftsführer kann man da auch alles verwalten, beziehungsweise auch sehen, wenn man es einstellt, wenn die Mitarbeiter damit okay sind, von wann bis wann die Mitarbeiter arbeiten oder welche Videos schon geschaut wurden, welche Umfragen schon ausgefüllt wurden und wie die Auswertungen halt laufen. Okay. Genau. In welchen Bereichen habt ihr gerade größtenteils eure Kunden? Wo kommen die her? Also tatsächlich sind wir noch in der Beta-Phase. Das heißt, wir haben ein paar Testkunden bisher und der Launch soll dann im Januar sein. Und Zielkunden von euch sind dann auch Agenturen, Berater, Dienstleister? Genau. Okay. Erstmal die Kategorie. Ja. Aber generell kann eigentlich jeder, der Mitarbeiter hat, bei uns Kunde werden. Ja, Copy Cockpit, was macht ihr überhaupt? Copy Cockpit hilft, das ist ein Tool mit künstlicher Intelligenz, das hilft einem bei der Erstellung von den Marketingaufgaben, also für Texte für Landingpages, Werbeanzeigen, E-Books, Newsletter und so weiter. Was muss ich machen, bis ich meine Texte dann fertig habe bei euch? Man kann ganz einfach hier einen Assistent auswählen und dann auf die gewünschte Aufgabe klicken, zum Beispiel einen Blogartikel. Und dann kann man einfach diesem Assistenten folgen, sein Produkt oder Projekt eingeben. Und der führt einen dahin durch und dann kriegt man schon erste Resultate. Werden dabei auch deine Keywords berücksichtigt für die Suchmaschinenoptimierung direkt über die Texte, die erstellt werden? Nicht ganz. Also wir haben ein Tool für die Keyword-Recherche, das SE Cockpit. Da sieht man dann, welche Keywords am meisten gesucht werden. Und diese kann man dann nehmen für den Input. Die ergänzen dort? Ja, genau. Okay. Was kann man auch machen mit eurem Text? Auch Bilder. Ja. Zum Beispiel hier kann man ein Bild erstellen, wenn man eine Beschreibung eingibt, dann erstellt die künstliche Intelligenz ein neues Bild. Super. Gut, dann vielen Dank. Danke fürs Interesse. Viel Erfolg noch. Danke, gleichfalls. Ja, das war Tag 1 der This is Marketing hier in Frankfurt. Wir haben schon viele spannende Gespräche geführt, viele spannende Tools und Personen und Dienstleister kennengelernt. Wir gehen noch einmal kurz nach oben zum Abschluss, lassen den Abend ausklingen heute und dann geht es morgen weiter an Tag 2. Herzlich willkommen zu Tag 2 der This is Marketing, heute hier in Frankfurt. Es laufen heute wieder auch spannende Vorträge, spannende Themen, die wir heute dabei haben werden. Unter anderem heute mit bei uns vor der Kamera wird sein Andreas Baulig von Baulig Consulting und Katja Holzey, Expertin in Deutschland für das Thema Prozesse und Prozessoptimierung. Sehr spannende Themen. Zuerst gehen wir mal zur Mainstage und schauen, wer da so die Vorträge hält heute. Ja, was sind die Trends im Online-Marketing, gerade in Richtung 2023? Das ist vor allen Dingen das Thema Short Video, also Instagram Reels, TikTok und vor allen Dingen ein spannendes Thema wird sein YouTube Shorts. Die Frage ist noch, ob YouTube Shorts nächstes Jahr wichtiger werden wird als TikTok im Short-Video-Format. Deswegen, da müsst ihr aktiv sein, da müsst ihr mit Videos arbeiten und die drei Accounts nutzen. Ihr könnt prinzipiell ja auch alle drei Accounts mit dem gleichen Content bespielen im Moment und da aktiv werden. Und ganz spannend wird auch sein das Thema TikTok-Ads, weil im Moment die Werbekosten bei TikTok verglichen mit Facebook und Instagram deutlich günstiger sind. Deswegen da auf jeden Fall mit TikTok-Ads auch starten.
Und wieder wichtiger wird das Thema Mail-Marketing, da aber für Konversationen mit den Kunden, die man dann starten kann. Deswegen da aktiv werden, einmal das Thema Short Video und das Thema Mail-Marketing. Ja, Andreas Baulig heute hier vor dem Baulig-Stand. Wir haben gerade schon kurz geredet über das Thema Be Real. Be Real meinst du, wird aber nicht großartig kommen? Also keine Ahnung, ob es kommen wird oder nicht. Ich habe es eben schon erzählt. Also es ist immer so, dass auf einer Plattform erst die so 10, 12, 14 Kids drauf sind. Dann sagen alle mal, das ist das neue heiße Ding. Aber bis da so wirklich die Leute zwischen 20 bis 25 drauf sind, die so ein bisschen Geld verdienen und Kohle haben, weiß man nie, ob eine Plattform für Werbetreibende relevant wird, ob die zum Verkauf relevant wird. Und da kann man sich immer früh Reichweite aufbauen, aber die Reichweite bringt einem halt nichts, weil die Leute einfach broke sind auf der Plattform bis zu dem Zeitpunkt. So, heute reden alle darüber, dass TikTok jetzt spannend wird. TikTok ist aber seit 4 Jahren eine bekannte Sache, die hat keiner genutzt hat. Und ich kenne auch keinen, der vor 4 Jahren angefangen hat, der dann richtig viel Kohle gemacht hat. Also dementsprechend einfach mal entspannen, vielleicht mal schauen, was ist in einem Jahr, was ist in 2 Jahren. Und dann, wenn es da losgeht langsam, wenn die Selbstständigen drauf sind und dann schaue ich mir das zum Beispiel an, wenn da Selbstständige drauf sind, die mit Geld verdienen, dann wollen die Tipps haben, wie sie besser vermarkten können, dann kann ich denen weiterhelfen. Vorher schaue ich mir das gar nicht an, frühestens in 2 Jahren schaue ich da mal drauf. Was wären so im Moment die Haupthacks, die du hast für das Thema TikTok, wenn er jetzt einsteigen möchte dort? Ja, Haupthack wäre, kommen wir uns ins Training, weil wir haben ein extrem geiles Training dazu, wie man das macht mit Reels generell oder 9-to-16-Format, diesem Hochkantformat, auch bei Instagram und dergleichen. Das Wichtigste ist, dass man in der Lage ist, Aufmerksamkeit zu binden und zu halten. Man darf nicht langweilig sein, man darf auch keinen Content machen, der sich nur um das eigentliche Kernthema dreht. Es muss immer darum gehen, dass du dein Kernthema machst plus einen Ansatz, damit der Mainstream das jeweilige Video gut findet, weil der Mainstream beschafft die reale Reichweite. Und da gibt es bei den ganzen Zuschauern vielleicht dann so 5-10%, das sind deine Audience und die willst du auch noch einfangen. Aber dafür musst du dein Thema Mainstream-relevant machen. Wenn du wissen willst, wie das geht, schau dir gerne mal an, was Markus und ich machen bei uns auf dem Profil. Weil ab und zu gehen wir mit dem Thema Business viral, obwohl per Definition 99% der Leute nicht selbstständig sind. Also schau dir einfach an, was wir machen. Super, danke dir und viel Erfolg noch. Katja, wer bist du und was machst du eigentlich? Ich helfe Unternehmern, durch klare Prozesse zu mehr Marge und vor allem zur Unternehmerfreiheit zu kommen. Das ist ja in der Branche Agenturen, würde ich sagen, eher so ein Thema, was selten ist. Kreativbranche, künstlerisch kreativ. Warum ist es da so wichtig? Das sagen einfach alle in Kreativbereichen. Pass auf, in der Filmagentur habe ich das mal gemacht. Und wenn du alle Prozessschritte von Kunde ruft an und sagt, ich hätte gern einen Film oder irgendwas, bis zum Abschluss aufnimmst, dann ist der Kreativbereich ein sehr kleiner Teil. Weil Abrechnungsprozesse, Freigaben, Rückmeldungen vom Kunden zwischendrin und so weiter sind alles auch Prozessschritte, die dazugehören, die aber mit Kreativität nichts zu tun haben. Und du kriegst Beschleunigung und bessere Marge natürlich hin, wenn du dir den gesamten Kundenprozess, also Customer Journey, anschaust und dann den Kreativprozess erstmal kreativ sein lässt, diesen einen Tag. Ja, die Agentur hat dann gesagt, wir landen dann doch immer bei Katzenvideos. Okay, auch dafür gibt es eine Reihenfolge, wie man Kreativität steuert. Aber es geht vor allem um den Cashflow-Prozess des gesamten Kundenpaketes. Ja, also was beauftragt der Kunde, was ist der Kreativitätanteil und was gehört dazu? Ja? Im Prinzip Zeit schaffen für die Kreativität und die anderen Punkte, die eben auch vorkamen, einfach rausnehmen. Okay. Wie ist das Vorgehen bei einer Agentur, wenn die jetzt euch anfragen? Was macht ihr dann zunächst? Ja, das Erste ist erstmal, dass du wissen musst und verstehen musst, was sind deine Zeitfresser und Geldfresser? Was ist das überhaupt? Ja, weil wir hinterfragen es nicht. Ja, wir wachsen in so eine Firma rein und haben halt irgendwie gegründet und dann kommt der erste Mitarbeiter und dann ist man vielleicht genervt, dass der wieder was fragt und sagt, das habe ich doch erst letzte Woche erklärt und dass das nicht sein darf und dass es dafür Lösungen gibt, das so nicht zu tun, das muss ich erstmal verstehen. Ja? Das heißt, das Ideale ist, erstmal bei uns auf einem Prozesse-Bootcamp, ein 3-Tages-Seminar, wo ich das Schritt für Schritt durchgehe und wo man auch mal die Euros ausrechnet, wie viel macht das in meiner Firma aus? Also sehr individuell, deswegen haben wir eine begrenzte Teilnehmerzahl, weil wir da wirklich Schritt für Schritt durchgehen und ausrechnen,
scheiße, was sind denn eigentlich meine Zeit- und Geldfresser? Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich die Kohle auf mein Konto? Ja? Und das ist dann der nächste Schritt, da begleiten wir Kunden dann über Mentoring-Programme, Coaching-Programme, das zu erreichen. Wenn das für euch auch spannend ist, dann Katja, riesige Energie, toller Vortrag und vielen Dank dir und viel Erfolg noch. Das war die This is Marketing 2022 hier in Frankfurt. Wir hatten echt viele spannende Gäste mit dabei, viele spannende Themen und neue Trends auch, die nächstes Jahr im Marketingbereich wichtig werden. Euch danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wissen wollt, was wir machen, geht auf medienwerk-agentur.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.